Wir sind heute bei der Indienststellung von 4 neuen Fahrzeugen an der Feuerwehr Esslingen, die heute von Oberbürgermeister Klopfer an die Feuerwehr übergeben worden sind. Es handelt sich um ein Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Gefahrgut. Es handelt sich um eine Drehleiter, einen Mannschaftstransportwagen und einen Gabelstapler. Das Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Gefahrgut ist stationiert an der Feuerwache Stadtmitte und ersetzt ein Trägerfahrzeug aus dem Jahr 1992 und Abrollbehälter Gefahrgut aus dem Jahr 1993. Die Drehleiter als Tauschdrehleiter ist ebenfalls stationiert jetzt wieder an der Feuerwache Stadtmitte, genauso wie der Gabelstapler für Logistikbereiche innerhalb der Feuerwache. Der Mannschaftstransportwagen geht an die Abteilung Weldenbrunn und ist dort stationiert. Wir sind inzwischen am Ende der Investitionswelle angelangt. Also das sind die letzten Fahrzeuge, die den Investitionsstau jetzt beseitigen, den wir hatten in den letzten Jahrzehnten aufgrund der äußeren Einflüsse, die wir nicht selber steuern konnten, sodass wir inzwischen wieder in der Regelbeschaffung tätig sind, sodass die Abschreibungsdauer jedes Fahrzeugs im Prinzip dann zur regulären Aussonderung dann führt nach dem Abschreibungszeitraum. Ja, sowohl der Abrollbehälter Gefahrgut als auch die Drehleiter sind Fahrzeuge, die in der Überlandhilfe eingesetzt werden. Das ist auch regelmäßig der Fall. Wir sind im guten kameradschaftlichen Austausch mit den Feuerwehren der Umgebung und unterstützen dort gerne in der Überlandhilfe, genauso wie wir auch selber Überlandhilfe in Anspruch nehmen für Bereiche, die wir nicht selber abbilden, zum Beispiel Messtechnik oder auch weitere Drehleiter, wenn sie mehr wie zwei benötigen. Das ist gegenseitigen Nutzen dann, dass wir da eben uns unterstützen. Ich kann mir das nicht vorstellen.